Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt und Blood and Wine. Wir sind noch bei Rotkäppchens Großmutters Haus, besser gesagt. Und der tote Wolf liegt hier. Wir haben die zweite Zauberbohne gefunden. Und jetzt müssen wir noch entweder zu den drei Bären oder zu Rapunzel. Das ist, glaube ich, jetzt ziemlich wurscht. Wir gehen mal in die Richtung, Wir gehen da lang. Oh, wie interessant. Plötze ist gerüstet auf einmal. Das ist ja... Okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt checken, oder? So, habe ich vergessen das letzte Mal. Und noch ein schnelles Schnellspeichern. Dann wollen wir mal gucken. Ich bin irritiert. Ach, das ist unter uns, wo wir hin müssen. Okay. Langsam, langsam. Da ist wieder der, der rumpfeift. Sienna, könntest du mal bitte? Du bist sehr verwirrend. Lauf, Plätze! Okay. Also, das ist, glaube ich, hier gleich in der Nähe, genau. Drei Bären. Drei Stühle, drei Betten, drei Schüsseln. Eine zu groß, die zweite zu klein, die dritte gerade recht. Okay. Na, dann gucken wir mal, was hier los ist. Tot? Blonde Locken. Der Rest der Leiche ist zu verstümmelt. Da lässt sich nichts sagen. Sie hat es verdient, finde ich. Nie hat sie gefragt, ob sie etwas haben darf. Hier ist keine Bohne. Wir müssen weitersuchen. Dann lassen wir mal lieber die Bären in Ruhe, oder? Tschüss. Komm schon, Plätze. Dann Rapunzel. Dann ist das das Schloss da, ne? Also nicht Schloss, dieser Turm. Das ist kein Schloss. Hier, oh nö. Okay, ja, 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 komm, runter. Au, au, au. Jedes Mal passe ich nicht auf. Unglaublich. Ich sehe nichts. Hallo. Bist du narrisch? Ich sehe nichts. Schon wieder, ehrlich. Nervtötend. Die Musik finde ich immer wieder so cool. So, nochmal aufgeladen. Langsam nervt's, dass ich nicht besser aufpasse. Ja, entschuldige, Plätzchen. Komm. So, wir nehmen mal hier eine Abkürzung. Geht das? Huch. Ist das hier der Turm von Rapunzel? So ist es. Er ist noch höher als in meiner Erinnerung. Warte, weißt du noch, was Jost zur dritten Bohne gesagt hat? Mhm. Die hat ein glatzköpfiger Bauersknecht irgendwo tief in der Erde... Ja, das muss es sein. Gehen wir. Früher sind wir immer an ihrem Zopf hochgestiegen. Ja, ne? Aber den sehe ich nirgends. Wir finden einen anderen Weg. Schauen wir mal. Hier könnte ich mich raufziehen. Dann muss ich springen. Wenn du meinst. Ich warte hier unten, wenn es dir recht ist. Bin nicht gerade ein Kletterkünstler. Mein Gott, Geralt, stell dich nicht an. Okay. Jetzt darf man hier keine Höhenangst haben. Guck mal, das Schloss da hinten. Das ist das Schloss, das Dingschloss. Also, ne, ihr wisst schon. Oh, schön. Was für eine Aussicht. Komm, stell dich mal dahin. So, sehr schön. Okay. Gibt es hier irgendeinen Anhaltspunkt? Nö. Weiter hoch. Oh mein Gott. Ist ja anstrengend hier hoch. Jetzt nur nicht runterfallen, Geralt. Da wäre ich dir sehr verbunden. Der geht nicht so, wie er soll. Manu. Na gut. Kann ich da rein? Ups. Mehr oder weniger. Oh. Jetzt lass bitte nur nicht die Treppe zusammenkrachen. Und da soll noch jemand wohnen? Ernsthaft? Eieiei, was für ein Stress. Ja.
Okay. Gibt's hier irgendwas? Dann geh mal noch weiter hoch. Sag mal, bis wohin denn? Eieiei. Oh. Die hat sich aufgehängt. An ihren Haaren. Boah, ist das... Boah, ist das fies. Alter Verwalter. Ja, na klar, dass die hier so eine... so ein Geist ist. Oh, wer seid ihr denn alle? Meine Güte. Ah. Ach, die lädt sich wieder auf. Verdammt. Das ist wieder so eine. Ah. Gib ihr keine Chance, sich aufzuladen. Danke, Schwein gehabt. Aber gerade so, ha? Sie hat sich an ihrem Haar erhängt. Wie traurig. Ganz ehrlich, und mein Schwert ist schon wieder im Arsch. Muss ich mal ganz schnell, bevor ich das Böhnchen aufsammle, wieder in Ordnung bringen. Und? 100% passt. Da machen wir auch schnell noch in Ordnung. Jetzt ist Geralt wieder fit und jetzt nehmen wir das Zauberböhnchen. Sehr schön. Hier ist die gelbe Bohne. Hätte mich geärgert, wenn die Ketterei umsonst gewesen wäre. Wie komme ich denn da jetzt wieder zurück? Komm ich auf... Was ist denn da noch Schönes drinnen? Das braucht man nicht. Das habe ich... Oh, toll, wenn ich das gewusst hätte, ne? Okay, das ist so der Ort, wo man sich runterlassen konnte, aber jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück, ehrlich. Wieso denn bloß? Na gut. Dann gehen wir halt wieder. Ich dachte mal, zurück gibt es eine Abkürzung oder so, aber nö. Natürlich nicht. Geralt muss den ganzen anstrengenden Weg wieder runterklettern. In der Hoffnung, nicht daneben zu stürzen. Die Perspektive ist nämlich hier gerade nicht so angenehm. Okay. So, bitte nicht die Leiter verfehlen. Wäre ich doch sehr dankbar. Könnte nämlich unter Umständen wehtun. Okay. Hoppeldi-hopp. Na gut. Wir haben es geschafft. Da bin ich wieder, Sjana. Und? Die Bohne habe ich, aber Rapunzel... Offenbar war sie es leid, auf den Prinzen in strahlender Rüstung zu warten. Wer könnte ihr das vorwerfen? Männer heutzutage. Alle Gecken und Stutzer. Deswegen hast du dir einen Vampir geangelt? Detlaff war ein Werkzeug. Wirklich? Und sonst Na nichts. Toll. Wie schade, dass er das nicht wusste. Ich vertraue niemandem. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Nun lernt er es. Finde ich aber nicht wirklich gut. Du hattest von vornherein vor, ihn zu benutzen? Nein. Am Anfang war ich einfach neugierig. Kennst du die Geschichte? Mhm. Es war vor ein paar Jahren in Metina. Ich war dort, um etwas Beute an einen Hehler zu verkaufen. Gerade handelten wir den Preis aus, da kam Detlaff rein. Sagte, er hätte einen silbernen Kerzenleuchter zu verkaufen. Den hatte er mit einem Stück Stoff gepackt. Das fiel mir auf. Ich folgte ihm, mit gehörigem Abstand. Aber das merkte er bald. Kein Wunder bei seinen Sinnen.
Er ging in eine Sackgasse. Ich hinterher. Da sprang er hinter einer Kiste hervor und fletschte die Zähne. Er wollte mir wohl Angst einjagen. Das schaffte er aber nicht. Schließlich bin ich auch ein Monster. Nicht wahr? Hm. Und was dann? Und dann? Wir haben geredet. Und uns dann ein paar Mal verabredet. Zum Vergucken hat's ihm gereicht. Zuerst habe ich es wirklich genossen. Aber dann habe ich festgestellt, dass er nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Tier liebte. Wild, tief, schrankenlos. Sowas ist nicht leicht zu erwidern. Erst recht nicht, wenn man so kaputt ist wie ich. Also bist du einfach irgendwann verschwunden? Ja, es gab keine andere Wahl. Lass uns Freunde bleiben, oder ich verdiene dich nicht. Das hätte er nie verstanden. Aber als ich beschloss, zurückzukehren und einige alte Angelegenheiten zu bereinigen, fiel er mir wieder ein. Und dass er noch nützlich sein konnte. Ein Spiel mit dem Feuer. Und ob. Entweder verbrennen oder verbrennen lassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Na super. Du hast eine Vergangenheit mit Detlef, die das Treffen beeinflusst. Fürchtest du dich nicht? Ich komme mit ihm zurecht. Da bist du sicher? Du als Hexer siehst das Monster in ihm. Ich weiß, wie er wirklich ist. Keine Sorge. Es ist Zeit zu gehen. Noch ein bisschen Arbeit, da nichts wie weg aus dieser verfluchten Märchenwelt. Wieso, ist doch schön hier. Und was müssen wir machen? Wir müssen sie am Pfad bei Rapunzels Turm pflanzen. Okay. Und uns auf den Riesen gefasst machen. Was? Wo ist der Riese? Hier unten oder oben? Gab's nichts zum Auffüllen. Und Kobolde. Na, langsam habe ich euch dicke, ihr dämischen kleinen Viecher. Ja, fall mich von hinten an, Scheißvieh. Au. Ja, hier ist her mit den Bohnen. Ja, ist ja gut. Mach mal langsam. Pflanze die Zauberbohnen. Oh, ich bin ein vielblättriges Kleeblatt. Gut. Hier. Na dann. Wachst mal schön. Warte! Warum? Die Bohnenranke wächst schnell. Sehr schnell. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, da war ja was. Es haut uns dann um. Gut. Wirf sie rein! Und? Es passiert aber nichts. Die sind kaputt. Immer geht irgendwas schief. Das hatte sie doch geplant. Oder nicht? Die Zielgerade. Tja. Und da jetzt hochklettern? Oder kommen die Riesen runter? Oder der Riese? Ui. Erste. Geralt, beherrsch dich. Unglaublich. Wo sind wir hier?
Sie hat gerade gar nichts gesagt. Nein. Ich kann nicht mehr. Vor allem, ich sehe ihn nicht. Hallo? Da. Der Wolkenriese. Ah! Wo bist du? Hallo? Ah, komm. Das wollte ich gerade sagen, das geht aber einfach von wegen. Au. Au. Siehste? Verdammt, so schlechtes Wetter, wa? Für eine Märchenkreatur war das ein ziemlich zäher Mistkerl. Ich hab's doch gesagt, dieses Land ist verrückt geworden. Ich hab nur nicht mit diesem Ausmaß gerechnet. Ich glaube langsam, du hast das absichtlich getan. Und wieso sollte ich das tun? Um deinen Aufpasser loszuwerden. Wir kommen dem Ausgang immer näher. Offenbar brauchst du... Ja, hab ich auch so das Gefühl. Tja, da liegst du falsch. Ich brauche dich nach wie vor. Wirklich? Für was? Willst du mich benutzen, so wie Detlef? Nein. Ich hatte an etwas weitaus unkomplizierteres gedacht. Nee, Geralt, lass dich doch nicht unterhaften. Jetzt starr mich nicht so an. Ich brauche einen Mann, Geralt. Und ich stehe dazu. Ich weiß nicht, was mich jenseits dieses Ortes erwartet. Sieh es als letzten Wunsch. Nö. So doof ist Geralt denn diesmal doch nicht. Ein andermal vielleicht. An einem anderen Ort. Nichts für ungut. Nein, nein. Das war klar, deutlich und ehrlich. Alles in Ordnung. Können wir jetzt bitte? Sisse. Los, komm. Hier geht's zum Ausgang. Wirklich? I hope so. Mal langsam... Wird's da ungemütlich. Oder? Ja, Folge Sienna. Das machen wir mal. Ein Irrlicht. Ich glaube, es will uns was zeigen. Was denn? Was will dieses Irrlicht zeigen? Wo ist es denn jetzt? Warum bleibst du da stehen, Sienna? Ist das ein Fehler im Spiel oder habe ich irgendwas verpasst? Vorsicht, den kann man nicht trauen. Ach so. Aber dir, oder was? Na, wenn du meinst. Nur aus Neugier. Warum wolltest du das Herz von Toussaint und den herzoglichen Wein? Ja, interessant. Das war mein Recht. Sie standen jetzt kindisch. Wir wären nicht auf dich gekommen, wenn du nicht versucht hättest, sie zu kriegen. Das weißt du, oder? Ja, aber ich bereue nichts. Man lebt nur einmal. Hier, wir müssen nur in den Brunnen springen. Du zuerst. Nee. Moment mal. Und du kommst wirklich hinterher? Na dann.